Willkommen im nächsten Part von The Legend of Zelda Secrets of the Past. Wir sind hier im ersten Dungeon für das erste Pendant, für das erste Amulett, welches sich innerhalb einer Stadt befindet. Und zwar im Haus von irgendeiner alten Frau. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist tatsächlich so. Im Haus einer alten Frau, die extra im Norden der Stadt einen Schlüssel versteckt hat. Nur damit sie in Frieden in dem Haus wohnen kann. Tja. Man sollte sich halt sein Haus erstmal vorher anschauen, bevor man es sich kauft, ne? Oder vielleicht sollte man keine Verliese und Kerker da drin bauen. Wer weiß, ob die auch Dreck am Stecken hat oder so, ne? Aber egal. Oh boy. Jetzt, komm. Nein. Komm schon. Ja. Das musste sein. Der eine hat sich im letzten Part da verhangen. Das war knapp. Ich will da rechts lang. Ist das mit den Spikes da oben links zu gefährlich? So, und weil wir da rechts an den Eingang zurückkommen, möchte ich mal ganz schnell da lang gehen. Gott, da geht's ja auch schon wieder nicht weiter. So, und ich weiß, ich habe den Enterhaken, aber das ist... Ihr habt nichts gesehen. Das ist übrigens die alte Frau, die ich gemeint hatte. Alter, das ist halt... Das ist halt wirklich nicht feierbar, ne? Ich hab nach unten gedrückt, okay? Mann. Oh, so ein Kack. Einfach sacken. Gut, so langsam kenne ich den Raum aber auswendig. Das ist die schöne Sache. Ja. Ach du Scheiße. Na, beweg dich doch. Ach egal, scheiß drauf. Wir müssen die eh nicht bekämpfen, weil die einem nichts bringen. Das Blöde ist halt nur, dass die Gegner alle respawned sind. So. Perfekt. Und jetzt bitte nicht sterben, okay? Das habe ich diesmal nicht vor. Aber hey, komm, also ganz ehrlich, dass das Viech einen überhaupt so blöd erwischt, also, es war ja wirklich lächerlich. Der Boden ist hier ein bisschen abgehackt, ne? Fällt mir gerade auf. Oh, Junge, und das war nur ein fucking Fake-Raum, ernsthaft? So eine Scheiße. Na gut. Jetzt aber for real, this time. Na. Sehr schön. Alles Skill. Absolut 1000%iger Skill. Tada. So, und das war jetzt unser zweiter Schlüssel. Das heißt, wir haben hier alles. Bin nur gerade am Überlegen im Kopf. Ob wir jetzt rechts oder oben lang gehen, aber... Ich bin schon zu 90% hier lang gegangen, deswegen machen wir das. So... Spiel. Hallo? Ah, okay. Hätte ja sein können.
Mal wieder. Hä? Okay, keine Ahnung, was das gerade war. Jetzt geht's aber. Alles klar. Oh. Easy. Ich hoffe mal, dass das nicht zum Boss führt oder so. Oh, noch besser. Nice. Ruby Rao. Sind die Rubies? Der Ruby Traum. Rubies. So, das Risiko bin ich eingegangen. Ein weiterer Schlüssel. Ja. Wir Champ. Gut, da links ist ja der Raum zu Ende. Also wir können da sowieso nichts machen. Ich würde es so lieben, wenn die Feder mit dabei wäre, aber die wurde ja erst beim Giga League gefunden. Das wäre auch ein geiles Item so für den Hack. Au! Home. Gut, also hier haben wir keinen Erfolg. Das heißt, da links kann es ja nur besser werden. Ach schon. Und tschüss. Gut, das können wir lassen. Das erste. Okay, da ist nichts. Dann gehen wir da lang. Moment. Gib mir ein paar Sekunden. Der Block ist absolut sicher. Wir können auch nicht rennen oder so. Das heißt, wir sind auch zu langsam. Und durch die Wand schlagen geht auch nicht, weil selbst wenn wir den Block schieben könnten da oben und dann... Dann würde genau das passieren in etwa. Okay, dann bin ich mir sicher, dass das Spiel uns was anderes aufzwängen möchte. Ich benutze gerade den Teil des Gehirns, der irgendwie die Lösung dazu finden soll, aber der Teil ist wirklich sehr, sehr langsam. Also von meinem letzten Stand von Dr. Kawashimas Gehirnjogging ist mein Gehirn 58 Jahre alt, also gebt ein bisschen Zeit. Früher oder später kommt es auf die Lösung. Das wäre jetzt auch eine Idee gewesen. Ja, und Bombjumpen bin ich immer noch nicht der Meinung, dass das die richtige Idee ist. Enterhaken geht auch nicht. Sag mal, was kann man hier machen? Ja, das bringt uns nichts. Ich bin auch gerade am Überlegen, was für ein Item uns da überhaupt helfen könnte. Mir fällt nämlich keins ein. Please. Jedes verdammte Mal.
Okay, wir gehen nochmal ganz kurz da rechts lang, weil ich bin gerade ein bisschen in der Sackgasse. Wir haben immer noch keinen Hammer gefunden. So. Hört ihr die Glocken? Die bimmeln. Sie gehen mir auf den Sack. Dann machen wir das und dann dies und das und jenes und dann das und laufen dort entlang, weil wir es können. Und Rupee Raum. Nein. Darauf kann ich verzichten. Bisher haben wir aber noch nichts gefunden. Ich habe versucht, ob ich hier durchspammen kann, aber es hätte ja auch nichts gebracht. Meine Idee wäre jetzt halt gewesen, so den hier hinschieben, dann so machen und dann A gedrückt halten. Und das könnte sogar klappen. Das Problem ist aber, wir haben keine Pegasus-Boots. Oh, Junge, ich glaube, wir brauchen die Pegasus-Boots. Aber müsste irgendwie auch anders gehen. Na gut, es geht anders, aber es tötet uns halt, es anders zu probieren. Deswegen lassen wir es. Es öffnet sich nur die Tür, es ändert sich rein gar nichts anderes. Gut, wir haben mittlerweile ein paar Bomben, vielleicht kann man ja irgendwie die Vase kaputt machen. Nö. Alter. Wir haben ihn einfach gerade von unten getroffen. Hier haben wir den Schlüssel bekommen und... Im Grunde geht es dann direkt wieder hoch. Ja, genau. Wo ist dieses verdammte Dungeon-Item? Gehirn, mach mit. Überleg dir was.
Das ist so ein ganz kleiner Pixel. Oder so zwei Pixel, die so nach unten. Die gerade nach unten gehen. Über dem Schwertstrich da, diesem gelben. Naja, wen juckt's. So, Karte haben wir übrigens auch nicht. Das wurde auch abgeschalten. Mit einem Hack. Na, es war knapp, es war knapp. Das Ding ist halt, man muss irgendwie noch so diesen perfekten Extra-Schlag erwischen. So dieses kleine Stückchen mehr und dann kriegt man das auch hin, aber... Ja. Ich weiß nicht, wie wir weiterkommen sollen. Weil beide Räume haben halt irgendein Rätsel, das ich entweder nicht blicke oder was noch nicht lösbar ist. Das Gute ist, wir können jederzeit woanders hingehen. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Weil ich noch ganz gerne die Boots hätte. Die würden das Ganze, glaube ich, wesentlich vereinfachen. Oder zumindest eines der Rätsel vereinfachen. Nee, vielleicht sogar beide, ne? Deswegen, also machen wir erstmal hier... Ja, wir gehen in den Süden, wir gucken uns das mal an und dann gehen wir enttäuscht wieder zurück. Das war ein langer Ausflug. Und ein bisschen sehr... Das ist das, was ich gemeint hatte, ich glaube, im letzten Part... Dass die Wege sehr offensichtlich abgesperrt sind. Also du weißt sofort, okay, ah, da brauche ich einen Hammer. Weil einfach nur eine gerade Linie an Felsen? An. Nicht Felsen. Komm ich auf Fels. Was ist das überhaupt ein Wort? Auf jeden Fall sind da solche Stämme, solche. Ihr wisst schon, solche Dinger halt da eingesperrt und sowas zum Beispiel existiert halt auch. Also es ist mehr technisch gehalten sozusagen damit, was du halt für Sachen brauchst. Das meine ich damit. Oder noch bessere Beschreibung halt auf die Progression. Wenn du halt ein Item hast, dann kommst du weiter und fertig. Ich will aber trotz allem hier kurz mal gucken. Ach warte, ja, hier brauchen wir auch einen Hammer. Okay, wir müssen schon im Dungeon weiterkommen, aber... Verdammter Kacke, ich habe keine Ahnung, wie der geht. Ich bin zu blöd dafür. Na, wir machen einen großen Bogen. Ja, und Bazaar, also dieser... Ihr wisst schon, Bazaar. Bringt halt auch nichts. Diese verdammten Enterhaken, die wollen einfach nicht funktionieren. Ich muss mich übrigens jetzt langsam echt damit einfach abfinden, dass ich extrem scheiße bin und schon viermal gestorben bin. So. Also wir kommen Bomben. Pfeile und irgendwas anderes. Ich wusste es, das ist nur ein Gemälde. Exposed. Hier sind wir wieder. Zwei Räume trennen uns von dem Abschluss des Dungeons. Von uns trennen uns von dem Amulett im Grunde. Es bringt uns nichts, da nach oben zu gehen, weil wir sowieso am Ende des Tages da dann festhängen würden und das nichts bringt. Das ist einfach so. Was? Okay, wusste ich nicht. Das haben wir schon probiert, das ist das Problem. Ja,
Okay, ich weiß nicht, wofür die da sind. Und dann haben wir den kleinen Ficker. Warte, du! Ey, verpiss dich. Ganz ehrlich, verpiss dich. Ich meine, das Ding macht das... Das tut so, als würde es Schaden bekommen, so. Finde ich immer noch seltsam. Okay, und die Blöcke sind zu hoch. Ich habe gerade einen Denkprozess, okay? Das Problem ist, es ist so wenig in den Räumen drinne. Ich komme gar nicht drauf, was ich da irgendwie machen soll. Also. Okay. Ich habe eine Idee. Oh mein Gott, ja, jetzt habe ich's. Okay. Jetzt macht's Sinn. Lass mich verpiss dich. Verpiss dich. Jetzt Hitler. Nice. Die Pegasus Boots. Nice. Devastating. Dash Attack. So. Ah, und deswegen sind die Dinger da, weil... Mach einmal den hier, dann... Den hier und... Nice. Das wäre jetzt natürlich für einen Anfänger auch eher eine schwere Aufgabe, aber da muss man halt... Irgendwie dran denken, was das geht. Und das ist wohl das... Dungeon-Item oder auch nicht? I'm not sure, weil oben gibt's ja noch den Hammer. Doppel MER Hammer, yeah. So. Ich wohne jetzt hier. Das war ein schöner Hit. Okay, das heißt... Die Lösung des Rätsels ist tatsächlich mit Pegasus Boots, aber die Pegasus Boots bekommen wir nicht irgendwo anders, sondern genau hier. Yep. Chillig. Was soll hier ein Wüsten-Dungeon? Oh! Chillig! Erstmal Boss-Time. Und das ohne Eis-Rod. Autsch. Ja, das können wir hin. Easy. Vielleicht noch mit ein paar Pfeilen. Nice. In den Head. Und weg mit dir. Ich konnte gerade nur einen Pfeil schießen, deswegen. Satch. Autsch.
Ja, jetzt kommen ja die ganzen Partikel auf alle Seiten. Auf alle 8 Himmelsrichtungen! Alter, geil. Ich mag irgendwie die Tatsache, weil es so ein kleiner Hack ist, dass die da einfach 2 Herzcontainer in den Dungeon packen. Hat was. Und der Hammer! Wir haben aber bisher noch gar keinen Big Key bekommen. The fuck? Wir haben halt einfach 2 kleine Truhen, in denen große Dungeon-Items drin waren. Bekommen und... irgendwie... hat das einen zweiten Teil vom Dungeon? Also... weil wir waren überall. Ich mache hier gerade noch mal so einen Kopf und Recap, was fehlt noch, aber wir waren hier drin, haben die Pegasus Boots bekommen, wir waren da rechts drin, haben das Ganze geholt, beziehungsweise sind sogar zum Hammer gekommen, dann da unten lang sind wir ja auch, haben wir auch alles bekommen und links lang war ja auch nichts Besonderes mehr. Echt? Hm. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen in die Wüste. Ich will da sowieso die ganze Zeit hin. Und dann können wir schon mal ganz kurz das Outro für den Part machen, weil wir tatsächlich schon wieder an der Stelle sind. Im nächsten Part werden wir die Wüste betreten und eventuell, keine Ahnung, das Amulett finden. Und die arme Frau, die wird jetzt für immer mit einem offenen Keller leben müssen. Die Arme. Naja, dann... bis zum nächsten Part und ciao!